Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ey Leute, nicht ausrutschen hier, das ist hoch hier. Warum starten wir hier oben und sind wir nicht mehr in der Stadt, so wie in der letzten Folge? Nein, ich habe die letzte Folge nicht verkackt, ich habe keine Aufnahme nicht hochgeladen. Ich bin einfach hier rausgerannt und dachte mir, wäre es nicht schön, hier das erste Panorama mal zusammen mit euch zu entdecken? Nein, das Spiel wollte nicht. Wir sind locker 8-mal gestorben. 8-mal, ich habe mitgezählt. Während wir hier hochgeklettert sind. Meine Kletterskills sind einfach mal on fleek. Aber jetzt habe ich es hochgeschafft. Jetzt starte ich halt hier die Aufnahme. Ja! Aber bevor wir das nehmen, bevor wir das Panorama nehmen, werden wir das hier nehmen. Ich bin echt gespannt, was dieses Panorama uns jetzt bringt. Wir werden uns das Panorama jetzt reinziehen, Leute. Genießt es einfach. Was? Panorama Audio abspielen? Apokashitstone Tutank 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Okay. Ach, das ist eine Audiospur. Was? Ich kann nur in die Richtung gucken, ne? Wie heftig. So sah das damals mal aus. Wie heftig, die Jets. Kann ich auch in die andere Richtung gucken? Nein. Ich kann nur in die Richtung gucken. Wie heftig das einfach ist. Das ist also das Panorama. Das zeigt quasi, wie es einmal ausgesehen hat hier. So eine Aufnahme aus der Vergangenheit. Schön. Ich dachte, wir kriegen jetzt einen Rundumblick von der Landschaft oder so. Hätte mir eigentlich mehr gefallen, aber das ist auch geil. Abseilen. Das wird ein epischer Abseiler, Leute. Ich werde die positionieren und abseilen. Schön. Aber ich muss mir das auf jeden Fall merken. Ich will hier mit dem Fotomodus mich nochmal absammeln. Das muss ich mir merken für den Thumbnail. Ha, schön. So. Was steht denn auf der Agenda? Ach, wir müssen noch Ehren treffen. Beim Rotkampass. Und quasi das Geheimnis um seine Schwester Ursa zu entschlüsseln. Enträtseln, pipapo. Davon ist wieder eine Nebenquest. Oh, wir werden hier zugebombt mit Nebenquests. Die wir auf jeden Fall alle machen werden, Leute. Keine Sorge. Das kommt alles mit der Zeit. Oh, jetzt ist ja schon wieder ein Händler. Wunderbar. Und Lagerfeuer. Ja, hi. Bin die Neue. Hi. Nebenquest. Hi. Nehmen natürlich alle an. Wir machen sie natürlich nicht, aber... Ein Priester, der sich in eine Händlerstochter verliebt, viel lieber. Kannst du dich weiterziehen? Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Was? Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. Sorry. Geschreddert wie Weißkohlen. Wie kommt man darauf? 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Vielleicht eine Maschine, vielleicht Big Daddy Terminator oder so. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Nee, ich meine den Big Daddy, diesen, wie hieß er nochmal? Donnerkiefer, so. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches, ja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Was denn? Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden
zerrissen und nicht gesprengt. Aber diese Sprengungen könnten irgendwelche Urgewalten geweckt haben, wie den Donnerkiefer vielleicht? Habe ich so die Vermutung? Was genau hat Saravat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steinerücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Wir müssen uns diesen Steinhaufen ansehen. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Ja, ich denke mir, dass das helfen wird, aber das werden wir später machen. warum lagern die ihre Lagerfeuer immer hoch? Ich glaube, ich habe eine Idee, warum die das hochladen. Das ist ein ziemlich trockenes Gebiet. Nicht, dass das irgendwie Feuer fängt oder so. Das könnte sein, rein theoretisch. Aber Ehrend, zuerst bist du dran. Müssen wir da drüben hin? Alter, wie weit müssen wir dann denn? Alter, was? Alter, Ehrend, wo bist du bitte? Was ist das hier? Alter, Ehrend ist ja 80 Millionen Kilometer weit weg. Okay. Wunderbar. Alles klar. Ich will trotzdem Ehrend zuerst machen. Ich will die Hauptquest eigentlich noch nicht weiterführen. Diesen Teil mag ich besonders. Obwohl, wenn wir hier gerade im Steinbruch sind, dann machen wir das noch schnell zwischen. Das sieht so heftig am Weg. Blut auf Stein, Stufe 24. Machen wir also nicht. Denn ich habe Schiss, dass dann so ein Donnerkiefer kommt. Nein, wir bleiben beim Feld der Gefallenen. Oh, es wird ein ewig langer Weg, Leute. Oh, shit! Boah, was? Hol dich ab, ey, Leute. Lagerfallen. Leute, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwo runterfallt, macht eine Rolle. Da ist ein Lagerfeuer. Okay, bei Lagerfeuern ist man meistens sicher. Da ist ein Blümchen. Sehr schön. Bleiben wir hier schnell zwischen, falls uns da auf der Ebene was erwartet, was uns nicht ganz so friedlich gesinnt. Und ja, ich habe in der letzten Folge Scheiße gelabert, wie ich Grauhabichte in Gruhabichte umgedichtet habe. Ich weiß, was ist Grauhabichte heißt. Was ist das? Was ballert hier? Ich will es nicht wissen, Leute. Ich gehe einfach weiter. Ah, wir haben ein Reittier. Wo setzen wir das nicht ein? Pony! Ja. Ich habe auch bis jetzt immer noch kein besseres Reittier gefunden. Gibt es da nichts Besseres oder... Wie ist das? Wie sieht das aus? Keine Ahnung. Triff dich mit Ehrend am Rotkampass. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Bei den Beinen ist die Maschine sehr schnell, wie sie dachte. Kriegen wir doch hin, oder? Ja, easy. Das mach ich nicht. Oh, shit. Okay. Du willst es. Auf die Brust. Und der war bei dem nicht Schock so effektiv? Ich glaube, bei dem war Schock sehr effektiv. Ja, bei dem war Schock effektiv. Bei der Brust. Bei dem Hühnerbrüstchen war Schock sehr effektiv. Lass mal bitte aufhören. Nee, du bleibst bei mir. Nee. Du bist du bleibst beim Pony. Ein Breitkopf! Ja, ein Breitkopf, hey. Ich dachte schon, ich würde meine Familie nie wiedersehen. Vielen Dank, Nora. Ja, bitte, dank. Ja, ja. Was hat der bitte alles abgeworfen gerade hier? Easy. Metallgefäß. So, Pony, weiter geht's. Keine Möglichkeit vortäuschen. Wir haben nur noch 530 Meter. reiben wir einfach mal Käfel ein. Dafür ist ein jetzt Schnapper. Ich bin hier echt sauwachsam, weil ich das Gebiet nicht kenne. Ich werde weg, da kann man mal getrost am Arsch lecken. 400 Schritte. Wie mir auch gerade auffällt, dass der richtig Funken schlägt. Was ist los mit dir? Hast du kein Leben mehr, oder wie? Okay, das ist eine große Ebene für große Tiere. Das ist nicht gut. Da drüben ist ein Wächter, das finde ich okay. Was sind Breitköpfe? Ist auch noch voll okay, die Breitköpfe. Ja, alles hier ist okay.
kann auch nicht sagen, dass ich mich bedroht fühle von irgendwas. Wenn auf einmal irgendwie so ein Donnerkiefer von hinten kommt, dann krieg ich Schiss. Ah, schön. Ich liebe diese Landschaft. Obwohl ich mir doch mehr Dschungel- und Waldgebiete gewünscht hätte. Ich bin nicht so ein Fan von den Wüsten hier, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Der Glaser hier, der kann... Er steckt in der Klemme. Shit. Ich hab zu wenig geschalten. Oh shit, oh shit, oh shit. Den haben wir einfach nicht mehr gekämpft haben. Ich muss die Gefäße runterschießen. Oh shit, da kam auch noch von der Seite. Okay, es reicht. Alter! Das war's hier. Alter! Lass mich doch deinen Bälder da hinten treffen, du bist tot. So, sehr schön. Wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Tja. Hättest du mich nicht gehabt. Ah, schön. Haben wir dich ja schneller erreicht als gedacht? Lass uns reden. Ach, das war's aber mit der Dankbarkeit. Nee, ich muss das alles noch looten. Warum lasst ihr das eigentlich hier liegen? Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm. Aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Ein unnormaler Tag, das ist, faul auf der Haut liegen. Was soll sonst die machen? Muss ich mir Sorgen nicht machen? Was ist deiner Schwester zugestoßen? Ich meine, er will nicht, dass wir Mitleid oder so zeigen. Deswegen, glaube ich, würden wir ihn nur nerven, wenn wir das fragen würden. Wir fragen einfach mal direkt, was ist deiner Schwester zugestoßen? Wir sind hier, um das aufzudecken, also beginnen wir gleich mal mit der Rätsellösung. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schatten-Kaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schatten-Kaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Okay. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Wer sind jetzt genau die Schattenkaja? Ich weiß ja, dass unsere ganzen Waffen, die Schattenwaffen, mega die OP-Waffen sind. Aber wer sind die Schattenkaja? Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Okay, einfach weil die Option besteht, muss ich es nehmen. Ich muss die Frage stellen. Geht's dir wirklich gut? Nee. Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Ich bin nüchtern, also nee, geht mir nicht gut. Schön, das muss ich merken. Ah. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Kein Stress. Pony, du kommst oder... Ja, bleib einfach, wo du willst. Kühlsaft nehme ich mit. Warte kurz. Loot for the win, Leute. Erend, warte. Hier ist Zeug. Ach, komm.
Mach nur Stress, der Dulli. Ja, komm schon, jetzt beweg dich, jetzt kannst du auch laufen. Siehst du, jetzt läuft das sogar. Siehst du mal, ist auch was Neues. Blümchen. Was wollte er so bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Was ist das da oben für eine Festung? Ist das Schatten-Kalja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Okay, alles klar. Kannst du auch rollen? Nee, er läuft nur nicht. Wo denn? Warte kurz, hier ist Zeug. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkarja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkarja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Oh ne. Okay, dann folgen wir den Spuren. Ah, ich habe da mal eine kleine Theorie, die ich jetzt mal auspacken will. Die Schattenkarja. Von denen weiß man nicht wirklich viel. Man denkt, sie haben sich jetzt gerecht, worauf sie sich ja... Vorher haben sie sich ja jahrelang versteckt und jetzt sollen sie sich angeblich gerecht haben. Man hat keine Beweise, nicht mal Indizien. Könnte es sein, dass unsere Mörder, also die, die bei der Erprobung angegriffen haben, dass die dahinter stecken und dass die Schattenkarja nur anschwärzen wollen, damit die wirklich echten Mörder nicht in Verdacht kommen? Das ist so meine Vermutung, Leute. Ich bin gespannt, ob das zutrifft. Aber mich wundert das auch ein bisschen, dass hier die... Ja, das sind doch mega heftige Spuren. Warum hat das niemand gesehen? Das fällt doch auf. Oder etwa nicht. Aber wer zieht hier einen Karren hoch? Obwohl, die sind ja runtergefahren damit. Oder sind sie runter oder hoch? Kann man nicht genau sehen. Aber ich denke mal hoch oder runter. Eins von beiden. Gibt da nicht wirklich viele andere Optionen. Wir wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Werden wir schon sehen. Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Ich glaube immer noch fest an meine Theorie, muss ich schon sagen. Okay. Loot? Lila Zeugs. Altes Gefäß. Nice. Alter, so viel Zeug. Kann man das gut verkaufen. Da. Da ist der Wagen. Das sind keine Schattenkarja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Yeah, holen wir sie uns! Oh shit. Das wollte ich nicht. Hallo? Wesentlich besser gepanzert als die Tutis damals auf der Probung. Wesentlich besser gepanzert. Da ist Nahkampf echt keine gute Idee gerade. Danke, dass du mir hilfst. Ich hätte gerne Headshot. Gebt nochmal alles, was ihr habt. Alter, was hat die für eine fucking Rüstung? Ne, ernsthaft jetzt? Scharfschutzpfeil. Patz. Was? Hä? Das ist das Blöde, weil der so komisch nach unten zieht, der Scharfschutzpfeil. Wenn der Gerte der Pfeil macht, dauert deutlich mehr Schaden. Und er zieht nicht selbst nach unten. Maschinen her. Halt dich bereit. Oh nee. Mach mal die gehärteten Pfeile voll.
Oh shit, was ist das? Ich kenne den Tutti nicht. Was ist das für ein Teil? Ah, das ist ein Sägezahn. Dann nehmen wir die Feuerpfeile. Wenigstens etwas, was wir können. Alter, er ist ja voll der Nahkämpfer. Alter. Alter. Die sind ja deutlich aggressiver wie Diebe in unserem Gebiet. Alter. Ernsthaft. Ich will jetzt einen Behälter da oben treffen. Komm doch her. Alter. Ich muss bei dem einen die Kanone vernichten. Ich sehe jetzt sonst nicht. Der eine ist down, sehr schön. Alter! Boah, was? Ich nehme mal ganz sicherheitshalber einen Halbschlag. Alter, geh weg! Oh, fuck. Oh shit! Alter! Nee, das ist mir deutlich zu unsicher. Ich leg den jetzt lahm. Alter, der reagiert ja gar nicht auf Schock. Doch, jetzt reagiert er, sehr schön. Nee, er reagiert nicht. Alter! Okay, wir greifen wieder auf Feuer. Haben irgendwie an. Der Typ hat irgendwie andere Effekte wie die Säbelzähne bei uns, kann das sein? Wir haben eine komplett andere Waffe! Ist das überhaupt ein Sägezahn? Ich meine, der hat gekämpft wie einer. Ich denke mal schon, aber vielleicht mit anderen Bewaffung. Keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Vom eigenen Volk verraten, was? Bitte. Benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Oh, wollen wir es wissen? Jetzt sind wir schon so tief drin, das können wir auch. Ich will wissen, was das ist. Verwüster. Ach, das war ein Verwüster, der hat aber wirklich gekämpft wie ein. Wie ein Sägezahn. Guck mal in die Notizbücher, wo ist denn der Verwüster? Trampler. Hier auf Donnerkiefer. Schnapp mal! Verderber! Stürmer! Hä, wo ist denn der Verwüster? Was? Verderber? Das könnte sein, dass ich gerade blind bin oder dass ich ihn einfach nicht gescannt habe und deswegen haben wir die Informationen nicht. Egal. Das ist auf jeden Fall kein Sägezahn, deswegen konnte ich nicht so kämpfen. Okay, im Nahen betrachtet sieht er auch anders aus. Aber da haben wir einen guten Metallschirm dabei, das finde ich gut. So, gelootet haben wir. Aber Leute, ich würde sagen, unser zweites Gesicht, wie es unser Freund hier nennt, werden wir in der nächsten Folge einsetzen. Dann wird es wohl doch langsam echt zur Sache gehen. Ich bin echt gespannt. Da lag ich auch mit meiner Vermutung falsch. Es sei denn, die Mörder von damals auf der Erprobung waren Osaram. Ein Mysterium, das wahrscheinlich in einem Plot-Twist enden wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber Leute, freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Da wird es storytechnisch um Längen weitergehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst auf jeden Fall einen Kommi in den Kommentaren und bewertet das Video. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.